Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, The Let's Play Zelda. Und wie ihr vielleicht hören könnt, hab meine Stimme was abbekommen. Nee, nicht meine Stimme, sondern eigentlich ich selber, denn ich habe ein bisschen den Schnupfen, also ich bin erkältet. Vielleicht hört man das jetzt an meiner Stimme. Und ich hoffe, euch stört das jetzt nicht weiter. Und ich gebe einfach weiterhin mein Bestes und werde hier schauen, dass ich nicht gerade niesen muss oder irgendwas. Also Leute, dann viel Spaß beim nächsten Let's Play, also bei diesem von Pokémon Gelb. Wir gehen wieder mal in die Mondhöhle. Das dritte Mal sogar. Diesmal schaffen wir hoffentlich endlich Team Rocket. Also das heißt, wir kämpfen gegen Team Rocket in diesem Part und kommen dann hoffentlich endlich mal nach Azuria City, worauf ich schon lange warte. Nee, also müssen wir den Weg, kennen wir ja auswendig, hier außen rum gehen, wieder innen lang, ja, dann wieder runter gehen und den haben wir auch schon gekämpft, dann hochlaufen. Gegen den haben wir noch nicht gekämpft, das werden wir jetzt auch nicht. Wir müssen ja genug, wir müssen ja unser Pokémon schonen. Bis zu Team Rocket. Okay, Flucht Pikachu natürlich, ich will nicht kämpfen. So. Jetzt wieder ein wildes Pokémon. Natürlich, was sonst als Zubat? Zubat, what else? Okay. Weiter geht's. Und schon wieder ein wildes Pokémon. Wir werden einfach mal flüchten. So. Sehr schön. Weiter geht es. Und wieder ein wildes Pokémon. Ein Kleinschein. Unglaublich. Kleinschein Level 10. Flucht. Zum Glück klappt das Flüchten immer schön. Sollte eigentlich auch immer klappen, das macht es auch immer in jedem Spiel eigentlich, wenn das Pokémon genug Levels hat. Also das heißt, wenn es genug hohe Stufe ist. Kleinstein. Jetzt bin ich mal nicht mehr ganz sicher. Wo müssen wir dann nochmal durchgehen? Jetzt nach runter. Ja genau, nach runter. In den nicht kämpfen. Ja genau, jetzt kommt wieder der lange Teil. Unten links und dann wieder hochlaufen. Genau. Genau. Pikachu Flucht. So geht das. Okay, wieder ein wilder Pokémon-Kampf. Diesmal gegen Zubat. Was für eine Riesenüberraschung ist das denn? So, Flucht. Und weiter geht es. Runter. Nach links. Und gut, kein wildes Pokémon, sehr schön. Nach hoch. Alles sehr schön. Und dann nur noch hier durch. Und jetzt sind wir dann gleich bei diesem Trainer mit dem Slimer, wo wir das Fossil erhalten haben. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches Fossil das genau war, aber naja, auf jeden Fall den haben wir besiegt. Oh, sorry. Der falsche Knopf, dann geht's weiter und ja. Bleib auf der Stelle stehen. Und wir kommen auch schon. Das Fossil gehört Team Rocket. Gib lieber auf und bekämpfe uns nicht. Ja, das hättet ihr wohl gerne. Ich soll euch nicht bekämpfen, na dann kommt mal. Aber die sind wirklich nicht schlecht, das könnte hart werden. Rettan kommt jetzt in den Kampf. Okay, Mega-Hieb. Wie im letzten Part haben wir es auch schon mit Mega Heap gemacht. Oh, Wickel, das habe ich gar nicht gerne. Jetzt sieht nicht wahnsinnig viel ab. Aber immer dieses greift weiter an. Das hasse ich. Und Wickel, das finde ich so eine Scheißattacke. Muss ich ehrlich sagen. Das kann ich nicht haben. Giftschackel ist mir dann noch viel lieber, wenn es ist nicht vergiftet ist. Ist es nicht und Pikachu greift weiter an und Volltreffer. Rettan wurde besiegt. Sehr schön, Pikachu. Das machst du sehr gut.
Ja, Mauzi wird in den Kampf geschickt. Ich bleib gleich bei Pikachu. Okay, Mauzi, jetzt gebe ich's dir. Bis verdammt. Oh, shit. Das war nicht sehr gut. Okay, jetzt taubt sie Level 17. Windstoß. Oh, wieso kann er zuerst angreifen? Wie schnell ist der denn? Und das sieht doch viel ab. Mein Gott. Und nein, nicht bis. Das habe ich gar nicht gerne. Windstoß taubt sie. Ja, sehr schön machst du das. Ja, okay, noch einmal. Katze, bitte nicht Volltreffer. Ja, und das sollte reichen. Das hast du gut gemacht, Kalbsi. So, sehr schön. Team Rocket wird Mogon in den Kampf schicken. Ja, ich möchte wechseln, und zwar Taubsi. Mein zweites Taubsi. Mogon Level 14 haben die. Und ich mit einem Level 6. Item habe ich. Ich habe einen Trank. Den gebe ich jetzt mal Taubsi. Genau. Smog ging daneben. Okay, jetzt werde ich Sandwirbel einsetzen. Oh, das geht immer daneben. Was soll denn das? Also, das finde ich natürlich positiv. Also, ja. Sandwirbel. Naja, Tackle. Nochmal Sandwirbel. Sehr schön. Sandwirbel. Sehr schön. Sandwirbel. Sehr schön. Und noch ein letztes Mal Sandwirbel, würde ich mal sagen. Dann reicht das auch schon. Genau, Sandwirbel. Und jetzt einfach mal Windstoß, ne? Will ich doch sagen. Ja, Volltreffer, nicht schlecht. Ah, das läuft wieder auf einen langen Kampf hinaus. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Taubsi jetzt wechseln soll. Okay, ja. Es sieht so mehr ab als sonst, aber das könnte auch wieder ein Weilchen dauern. Hoffe, das stört euch nicht, Leute. Okay, es geht viel schneller voran als beim letzten Mal, aber jetzt macht er doch Tackle. Und unser Taubsi wurde besiegt und das stärkere Taubsi kommt in den Kampf. So, das sollte doch schneller gehen, ne? Windstoß. Das sollte doch mehr abziehen, meine ich. Ja, sehr schön. Smog ging daneben, dank unserer Sandwirbeltechnik. Ja, genau, weiter so. Deckel ging auch daneben und Windstoß. Sehr schön, Taubsi. Ja, Volltreffer. Wie in den guten alten Zeiten. Nee, Taubsi erreicht Level 18. Nein, Gott, das Taubsi ist sehr schön. Link besiegt Team Rocket. So, ein Balk hat uns besiegt. Link gewinnt 24. Hey, Taubsi entwickelt sich. Oh, Leute, unser erstes Pokémon entwickelt sich in diesem Let's Play. Taubsi wurde zu Tauboga. Das hatte ich mir schon gedacht, dass es sich auf diesem Level entwickelt. Team Rocket, so schnell wie das Licht. Ja, so schnell wie das Licht. Und wir sind auch schon raus. Nochmal ein Pokémon-Kampf gegen Zubat. Ja, das ist mir jetzt egal. Tauboga, wow. Level 18. Unser Pikachu hat jetzt ein bisschen Rückstand, aber ja, das holen wir uns schon noch auf. Oh, nochmal raus. So, und jetzt sind wir draußen aus der Höhle, endlich. Route 4, Moberg Azuria City. Sehr schön. So, jetzt sind wir endlich aus dieser Höhle raus. Also, ich sage nicht, ich habe das gehasst hier. Aber ich fand es schon ein bisschen stressig hier die ganze Zeit. Mit dem Zeug hier. Ja, das war schon ziemlich schwer. Und jetzt frage ich mich gleich, wie ich hier weiterkomme. Ach so, hier auf. Ja, mal schauen, vielleicht ist hier noch irgendein. Ja, genau. Link findet TM04. Gut, öffnen wir es schnell. Link-Fossil TM04 aktivieren natürlich. Wirbelwind. Naja. Müll, nee. Aber ich spaß mir noch auf. So, hier noch eine Trainerin. Na, ich gehe jetzt erstmal
Hier runter. Ne, da ist noch ein bisschen wildes Gras, werde ich vielleicht nochmal hingehen. Aber jetzt, Leute, sind wir in Azuria City eingetroffen. Und was machen wir als erstes? Wir gehen uns mal schön heilen. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Heilen, natürlich. So, jetzt werden wir, wie gewohnt, erstmal ein bisschen die Stadt erkundigen. Ich werde nicht mit jedem sprechen, nicht in jedes Haus gehen, aber so ein bisschen schauen, was die so zu sagen haben. Hier ist die Arena. Ja. Der Busch vor dem Laden steht im Weg. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Ja, ich weiß es nicht. Das ist ein Mirapla. Mira. Ich kümmere mich um verletzte Pokémon. Ich habe dieses Bisasam geheilt und gepflegt. Es braucht einen guten Trainer, der für es sorgt. Ja, so einer wäre ich. Bisasam. Piki? Sandan sagt Piki, okay. Es braucht einen guten Trainer. Okay, vielleicht, ich weiß es nicht. Ich habe gedacht, wir bekommen das Pokémon jetzt, aber vielleicht können wir es bekommen nach der Liga oder wir müssen irgendwas zuerst machen. Ich habe keine Ahnung. So, hier ein fetter Mann. Nur sehr begabte Trainer tragen Pokémon-Orden. Wie ich sehe, hast du dir bereits Orden verdient. Diese Orden sind geheimnisumwoben. Also dann, über welche dieser Orden soll ich dir etwas erzählen? Nö, ist schon okay. Erdorden, Salette, okay. Versuche mich, wann immer du möchtest. Na klar, mach ich das. Und die Mülleimer? Ist nix, okay. Gehen wir mal zur Hintertür raus. Ach, schöner Fluss ist hier. Und ich dachte, hier können wir reingehen. Ne, egal. Das kommt jetzt nicht drauf an. Okay, mal weiter schauen. Was haben wir hier noch so Schönes? Oh, ja, Jerry. Hi, Link. Du bist also immer noch unterwegs. Mir geht es bestens. Ich habe jede Menge neue starke Pokémon gefangen. Zeig mal, was du gefangen hast, Link. Oh, jetzt kommt wieder ein Kampf gegen Jerry. Naja, das habe ich nicht gewollt. Okay, 4 Pokémon. Ja, sicher viel stärker als wir. Was habe ich da Level 8? Ich hatte schon Level 11. Verdammt. Okay, mal schauen mit Donnerschock, wie das so wirkt. Naja, sehr effektiv. Das Überblick senkt die Verteidigung. Okay. Ah, ich kann mich noch erinnern, gegen ihn hatte ich nie eine Chance. Also, ich hatte schon dann eine Chance, aber ich habe immer wahnsinnig lange gebraucht, bis ich Jerry endlich besiegen konnte. Das weiß ich nicht. Also, riesen viele Fails. Ah, erreicht Level 12. Ja, sehr schön. Sandan im Kampf hier können. Möchtest du das Pokémon wissen? Ja, möchte ich. Ich möchte Tauboga in den. Hätte ich jetzt. Nein, ist okay. Ich möchte Tauboga in den Kampf hier können. Also Leute, wenn wir es hier verlieren, wäre kein Wunder. Das macht mir eigentlich auch nichts, denn das wollte ich nicht unbedingt jetzt kämpfen, aber. Naja, Pikachu ist so ein Level aufgestiegen und das heißt, es hat schon was gebracht. Die Attacke fehlt Sandan und wieder Sandwirbel. Okay. Ja, Sandwirbel, er versucht die gleiche Technik wie ich. Kann er vergessen. Windstoß. Aha, Volltreffer. Sandwirbel, das kannst du vergessen. Es schlug nämlich fehl. Haha. Nee, jetzt geht's doch. Das habe ich gar nicht gerne. Ja, trotzdem, es geht. Windstoß klappt doch noch. Oh, fast. Jetzt setzt er noch Kratzer ein. Ich gebe jetzt noch einen Ruckzuckhieb oben drauf. Gegen daneben. Das habe ich gar nicht gerne. Ruckzuckhieb, komm schon. Ja. Und Sandan ist auch down. Sehr schön. Mit Radfratz in den Kampf schicken. Nein, ich behalte mal diese Pokémon. Das ist okay. Sandwirbel. Was? Die Attacke.
Nee, jetzt hab ich so gefehlt. Verdammt. Sagen wir aber. Ja, geht doch. Und nochmal. Hä? Rucksack hier. Ey. Nicht Volltreffer, das hab ich gar nicht gerne. Was die Attacke schlug fehl, was soll das? Ja, jetzt geht doch. Okay. Windstoß. Oh mein Gott, die andere hat auch. Das ist überhaupt nicht gut. Der Sandwirbel vom Sandan zeigt jetzt auch noch seine Wirkung bei Tauboga und das hat sehr viel abgezogen. Und ich hoffe jetzt. Verdammt, das hätte sein können. Bitte jetzt. Nein! Was für ein Pech haben wir denn? Na, nee, ne? Oh mein Gott, schade. Oh, wir haben noch Pikachu. Komm schon, Pikachu. Mega Hieb. Ja, jetzt, das geht doch, oder? Ja, genau. Voll in die Fresse. Und Radfatz ist down. Pikachu erhält 183. Jerry wird Evoli in den Kampf schicken. Nein, ich werde nicht wechseln. Okay, das wird jetzt doch sehr, sehr schwer, denke ich mal. Mega Hieb. Naja. Immer diese verdammte Sandwirbel. Ich kann das nicht mit ansehen. Rudenklagen, nein, nein. Ich hoffe, es geht. Bitte, bitte. Nein, das hatte ich befürchtet. Ein wahnsinnig spannender Kampf ist das hier. Ja, sehr schön, Pikachu. Und wir sind nahe am Sieg. Evoli setzt weiter Rudenschlag ein und bitte, Mega Hieb. Nein! Wieder nicht. Und Sandwirbel, verdammt, das schmälert die Chancen noch mehr. Mega Hieb, nein. Bitte nicht. Oh, immer dieser Rudenschlag. Bitte jetzt. Nein, was soll das? Er ist auch noch Heuler. Kann er nur solche Attacken oder wie Hammers? Nein. Okay, und er kann noch Tackle. Jetzt wissen wir alle vier Attacken und. Jetzt zeigt sich die Wirkung seiner Routenschläge. Tja. Das ist scheiße. Ja, Sandwirbel. Nein. Ja. Fehl und jetzt sagen wir ja. Windstoß. Heuler, ging daneben. Also schlug fehl. Windstoß, zieht das viel ab. Oh verdammt. Naja, und ist auch noch das. Angriff sinkt. Sehr schön, da hab sie. Du kämpfst tapfer. Jedoch weiß ich nicht, ob wir das schaffen können. Oh, im roten Bereich. Er ist im roten Bereich. Bitte Taubsi, jetzt nicht aufgeben. Weiter so. Ja, dann ist wieder fehl. Und gegen daneben. Komm. Ja, egal. Windstoß. Nein! Es geht alles daneben. Windstoß. Nee, wieder Heuler. Jetzt sieht es am Ball gar nichts mehr ab, ne? Und ja, sehr schön. Windstoß. Ja, noch ein bisschen. Nochmal Heuler. Willst du mich verarschen? Wie viel sieht das noch ab? Oh, Volltreffer. Unglaublich. Evoli wurde besiegt. Und unser Taubsi erreicht Level 9. Link besiegt Cherry? Unglaublich. Was war denn das für ein guter Kampf? Unglaublich, wie haben wir das geschafft? Soll ich dir was verraten? Ich war bei Bill und habe mir seinen seltenen Pokémon zeigen lassen. Das hat mir Einträge in mein Pokédex gebracht. Bill ist weltweit als Pokémoniak bekannt. Er hat das Pokémon-Lagerungssystem für den PC entwickelt. Du kannst dich bei ihm dafür bedanken. Naja, ich hau ab. Mach's mal gut. Na, dann hau mal schön mal ab. Und ich denke, er geht auch Richtung... Oh, nee, da wollen wir das noch nicht lang. Wir wollen ja sicher zuerst in die Arena gehen. Ja Leute, dort eine Polizistin, dann werden wir noch auch noch dazu kommen. Okay, hier ist die Arena.
Und das seht ihr im nächsten Part. Versuchen wir uns in der Arena. Bis dann, Leute. Hoffentlich hat es euch gefallen. Ciao miteinander.